Hallo, Servus. Zumindest für die Lady, wo das alles jetzt auch gut. Also, okay zur Information, ich bin der Bernd Kasten, 74 Jahre alt. Und aufgrund von der Zeit hatte ich mehr Probleme angesammelt wie vom Bauchtrag. Ja, es hat sich irgendwie ergeben, also beim Stefan, ja, der macht Ergotherapie, Schmerztherapie, Stefan Schulz in Geislingen gelandet bin. Ja, ich bin skeptisch gewesen, wie auch immer, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich neugierig, weil ich mir einfach Unterstützung, Hilfe her oder bitte oder versuche, dass ich Unterstützung kriege, weil ich schlichtweg Krebserkrankung habe mit Pflegestufe 3, zusätzlich starke Depressionen und ja, wo fange ich da auch damit? Ja, also auf jeden Fall, das sind jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre, wo ich beim Stefan oben bin und bei den jeweiligen Therapeuten, die wo in unterschiedlicher Funktion arbeitet. Und ich kann sagen, ich möchte jetzt auch keine Werbung oder nichts dergleichen machen, ich kann einfach bloß hergehen und sagen, durch die Vielseitigkeit der unterschiedlichen Therapeuten haben wir Sachen angesprochen, auf die, wo ich nie gekommen bin, vor allem weil ich ehrlich zu mir bin. Und meine körperliche Verfassung ist auf jeden Fall besser geworden, sei es was die Schmerzsyndrome betrifft. Also, ich habe starke Neurometastase vom Krebs, drei Bandscheibenoperationen und dann bedingt durch die Depressionen überwiegend im Bett. Und so hat sich also für mich schon spürbar Erleichterungen und Verbesserungen ergeben. Und das Interessante, ja, es ist einfach die Vielseitigkeit, sei es das, was ich mit dem Stefan jetzt schwätze mit der anderen Therapeutin oder mit einem anderen Therapeut. Ja, das Verrückte nochmal, von Haus aus bin ich Handwerker und ich habe schon ewig lang nichts mehr geschafft. Und ich bin auch wieder in Klinik, kann ich sagen, wieder ins Schmerzzentrum in Ergotherapie gekommen. Mit der Vorlage, dass ich jetzt Unterhaltung mache oder Gymnastikübungen mache oder Kraniosakral, was auch immer, was mir gut tut. In der Vorstellung bin ich gekommen und der Stefan kommt her und sagt: Jetzt komm in den Wohngraben und mache eine Holzschächtele. Und da bin ich bei mir auch wieder an Grenzen gekommen, weil ich heute geduldet habe, weil ich so etwas immer gleich fertig machen will. Das Erlebnis für mich, ich habe die Anregung mit heim genommen, ich habe das Material mit heim genommen und habe bis zu meinem nächsten Termin beim Stefan wochenlang daheim das Holzschächtele gemacht, in aller Ruhe, ohne Stress. Und es war für mich ein ganz tolles Erlebnis. So, und jetzt ja, fällt mir nichts mehr ein, weil jetzt bin ich schlichtweg kaputt, weil ich gerade dem Stefan noch eine Stunde getan und vorher wieder Sakraltherapeutin. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ich kann nur sagen, Leute probieren es aus und mehr wie wegbleiben können Leute. Aber ich bin jetzt anderthalb Jahre da oben und komme immer zu neuen Ergebnissen, obwohl es mit dem Umsetzer hapert bei mir. Aber ich möchte sagen, nehmen wir es in Anspruch, wenn er die Möglichkeit hat, weil mir tut es auf jeden Fall gut. Und ich hatte eine gute Zeit.